Und dass die Journalisten, die jetzt auch zulassen, und ich weiss, es schauen Journalisten zu, geht mal in euch rein. Wie viel sind da bereit, für eure Karrieren aufzugeben? Überlegt mal, was ihr da macht. Was ihr aus der Schweiz macht. Wir sind die Champ der Nation. Es hört nicht auf. Es kommt immer der nächste Bullshit auf uns zu. Und jetzt heisst es auch, in den herausfordernden Wintermonaten. Wisst ihr was? Es wird ein herausfordernder Winter sein, wegen diesen verfickten Politikern und diesen verfickten Massenmedien. Das ist der Grund, dass es herausfordernde Wintermonate geben wird. Wenn wir einfach aufhören zu testen, meine Prognose, werden wir einfach wieder mehr oder weniger gleich viele Tote haben wie jede Grippesaison. Punkt. Kann ein bisschen mehr sein, kann ein bisschen weniger sein. Dieses Jahr haben wir gerade in der Schweiz leichte Untersterblichkeit. Wir haben einen recht milden Winter gehabt. Das ist noch sehr weh. Wir hatten nicht mal eine starke Grippewelle gehabt im Winter. Grippe dürfen wir gar nicht mehr messen. Jetzt sind alles Corona-Tote. Jetzt ist ja die Strategie die, dass man sagt, man will möglichst viele Leute gegen Grippe impfen, damit man quasi dann alle Fälle, die auftauchen, dass man dort sagen kann, das sind Corona-Tote. Also jede Grippe-Tote soll jetzt ein Corona-Tote werden, obwohl gemäss Aussagen von Könlein und Bagdi schon jedes Jahr immer nur 15-20% der Leute an grippeähnlichen Atemwegserkrankungen sterben, Corona-Fälle sind. Die anderen 80-85% sind Influenza-Fälle. So sieht es aus. Aber da wird einfach gelogen und weggelassen und ignoriert. Und dass die Journalisten, die jetzt auch zulassen, und ich weiss, es schauen Journalisten zu, geht mal in euch rein. Wie viel sind da bereit, für eure Karrieren aufzugeben? Überlegt mal, was ihr da macht. Was ihr aus der Schweiz macht. Wir sind die Champ der Nation. Und du bist Teil davon. Liebe Freunde, habt euch Sorgen, habt euch nächste Sorgen. Denkt dran, Corona ist vor allem ein Bier. Oh.